es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Vorneweg muss ich zwei Sätze sagen zu der Notlage. Das dürfen wir bei all der Freude nicht vergessen. Da wird viel solidarisch gearbeitet, global wird geholfen. Das gibt Hoffnung, dass die Not dort gelindert wird, und das ist wichtig. Darüber hinaus haben wir heute einen großen Kampfabend gesehen, und dazu gehören zwei Mannschaften. ASV Schondorf hat ein sensationelles Event hier auf die Beine gestellt. Wir haben mit Team Spirit und dem Quäntchen Glück, ich glaube, das Ding wieder gedreht. Parallelen zum letzten Jahr sind klar zu sehen. Never, never, never give up. Und das war dann 2 von 3 macht 4. Das ist, glaube ich, eine gute Quote. Unsere dritte Finalteilnahme, unser zweiter deutscher Meistertitel in den letzten 10 Jahren. Wir haben es rund gemacht mit dem 4. Sieg nach runden 10 Jahren. Es gibt viele Argumente, die uns stolz machen. Aber in Summe muss man sagen, es haben viele Hände, oder anders ausgedrückt, der Pokal gehört vielen. Und viele Hände müssen an den Pokal, weil es einfach eine tolle Gemeinschaftsleistung war und wir das Teamplay leben. Und das ist schön, wenn es dann so eine Saison, wo wir so stark waren, dann auch mit dem Meistertitel krönen können. Ihr wart zur Pause, ich sag mal, fast schon weg. Wenn Abuyev den Kampf gewinnt oder auch Ustajew, dann sieht es schlecht aus, oder? Was hat das ganze Ding gedreht? Ja, ich glaube, das ist der Glaube an uns, die Souveränität, die wir die ganze Saison an den Tag gelegt haben. Wir haben letztes Jahr bei einem Riesenrückstand an uns geglaubt und haben es hier gegen Schondorf gedreht. Und wir wussten, wenn wir Mainzer-Momente auf die Beine stellen können, auf die Matte bringen, dann kann es auch zum 4. Titel reichen, kann Großes passieren. Und heute haben wir wieder Sportgeschichte geschrieben. Ahmed Dudarov, der Matchwinner, der es im Leben gehalten hat? Viele Matchwinner, nochmal, viele Hände müssen an den Pokal, weil es eine Teamleistung war. Es ist schwierig, da jemanden groß hervorzuheben. Aber natürlich hat auch Ahmed seinen Beitrag dazu geleistet. Wir haben immer an die Chance geglaubt und haben bis zum bitteren Ende an den Sieg glauben wollen. Und dass das bittere Ende so süß wird, natürlich umso besser. Was war am Ende los? Ja, Emotionen. Als der letzte Kampf war, dann sind alle auf die Matte, die mussten dann wieder zurück. Ich glaube, das haben wir relativ schnell in den Griff gekriegt. Und jetzt freuen wir uns auf die Zeremonie. Und liebe Grüße an unser Städtchen, an die Region, an ganz Rheinhessen. Wir holen das Ding zurück. Nach gut 10 Jahren bringen wir den Pott wieder mit. Schönes Feiern. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke, Herr Barland. Danke. Danke.